Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Imperion Galactic Survival. Wieder mal mit dem Weltfall natürlich. Moin moin. Moin moin. So, wir sind vor der Aufnahme gerade mal in die Höhle gegangen, haben ein bisschen Promethium geholt, beziehungsweise wir haben uns eine Höhle gemacht. Und wie ihr seht, sieht es gerade ganz schlecht aus mit Luft. Ich muss zur Base. Oder ich sterbe hier einfach. Yep, wir müssen zurück. Nee, du stirbst nicht. Obwohl, sterben ist keine Option. Du bist im Weltall nicht gestorben. Genau. Da wirst du hier auch nicht sterben. Ich nehme mal dein Schiff. Wenn das okay ist. Ja, mach ruhig. Okay. Ich muss, wenn es okay ist, dass ich deinen schrotte, das ist. Ich muss meins gleich unbedingt umbauen, haben wir festgestellt, weil. Oh ja. Der fliegt, ja. Ein bisschen ruppig, woran auch immer. Wie viel ACS hast du da drin? Eins oder zwei? Eins. Ich brauche unbedingt ein zweites, weil irgendwie sonst ist es schwierig. Ja. Glaube ich. Da ist die rettende Base. Du hast zwei drin bei dir oder auch nur eins? Zwei. Ah ja, okay. Ja gut, das erklärt's. Als ich im Solo ein zweites drin hatte, ging's dann auch, sag ich mal. Ja. So, du sagst, es bremst nicht und es geht nicht nach unten. Nee, nach unten geht's nicht. Hatte ich irgendwie so das Gefühl. Aber bremsen kann schon sein, aber nach unten geht's irgendwie nicht. Und ich habe aber irgendwie... fünf Raster drin. Ich montiere das leider mal ein bisschen auseinander in der Folge. Strom aus, Strom an, Strom aus, Strom an, Strom aus. Ich kann ja die Füße am Boden. Ich kann ja die Füße dran lassen, dann geht das ja. Ups. Luft. Oh verdammt, ich habe deins nicht geschrottet, aber es kippt gerade um, weil mir ist Strom ausgegangen. Während des Fluges. Ja. Oh scheiße. Tee, essen, Moment. Essen. Eine Energiezelle habe ich noch. Das ist super. Ich mache mal eben kurz ein bisschen Salami. Ich habe nämlich ziemlich Hunger. Salami. Ja, zwei Salamis sind da noch drin. Ja, jetzt nur noch eine, aber ich mache keine mehr. Ich mache aber gerade zwei. Jetzt haben wir da wieder welche. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir keine Energie mehr haben, als wir ins Spiel rein sind. Und ja. Jetzt müssen wir ganz, 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 ganz dringend mal ein paar... Nee, ist dann Advanced. Ich kann ja direkt Fuel Packs herstellen. Ja, genau. So. Ah, die Tür geht noch auf. So, in welchen willst du? In dem linken? Dann gehe ich. Ich habe in meinem linken was reingeschmissen. Ja, dann mache ich den, nehme ich mir den rechten. Ich habe 545 Promethium. Oh. Boah. Ja, du hast ja die ganzen Drohnen abgeknallt da. Bei uns sind, kann man sagen, also 2-3 Minuten Takt kamen Drohnen an. Ne? Ja, das war aber diese neuen kleinen. Genau, es gab ein Update inzwischen. Es gibt jetzt neue Drohnen, die sehen so aus wie so ein fliegender Tischtennisball. Ja, das stimmt. Wie ein fliegender Tisch, das ist ein guter Vergleich. So, ich fange jetzt schon mal an. Oh, ich brauche Luft, Luft, Luft. Wenn du Crushed Stone hast, schmeiß den einfach in den rechten, in den normalen Konstruktor, dann mache ich da Rock Dust draus, weil brauchen wir, um Essen anzubauen. Was? In den rechten? Okay. Crushed Stone. In den normalen. Stone müsste ich, ja, 23, ja. Bolt Food haben wir erstmal genug. Ich ernte trotzdem mal ab, damit wir hier schon mal ein bisschen was auf Vorrat haben. So, ich will mal gucken, ob ich mein Schiff jetzt hier auseinandernehmen kann. Also, so wie das ist, geht das nicht. Nee, aber ein zweites RCS will ich mir dann auf jeden Fall nochmal herstellen. Das ist... Ich schmeiße mal alles hier in den Constructor, weil die Drohnen haben mir Gott sei Dank ein bisschen Ressourcen gegeben. Wie findest du eigentlich unseren unsichtbaren Scheinwerfer? Ach doch, kann man Kegel? Doch, ich... Aha, auch doch, jetzt kann ich es aufnehmen. Fleisch! Wie Fleisch. Lass ihn doch. Der will doch nur spielen. Fleisch ist gut. Ja, das stimmt allerdings. Ich bin jetzt salamisüchtig. Das ist, ich habe das gar nicht gemerkt, dass eben so ein Döner an mir vorbeigelaufen ist. Doch, ich habe ihn schon gesehen, aber ich habe es nicht, habe nichts dabei gedacht. Die sind auch harmlos, die Jungs. So ein Nutrient Solution. Ich mache mal so viele, wie es geht. Und den dahin. Und dann Aqua Plants Broach. Ja, und dann so ausspricht. Wollen wir irgendwie in der wahrscheinlich nächsten Folge zum Eisplaneten, ne? Sagtest du? Genau, der da gerade sehr schön als Halbeisplanet am Himmel zu sehen ist. P1, 2, 3. Ich habe 3 Thruster drin, direktionale und 2 normale. Normal müsste ich einen nach hinten, nach oben haben. Also von hinten und von oben. Und dann eins links, rechts. Ja gut, einer wird fehlen. Wenn ich das so richtig mal durchzähle hier.
Okay. Ich glaube, der nach oben fehlt. Du kannst ja einfach mal, ist nur ein Block, kannst du oben mal aufmachen, mal gucken, was du da drin hast. Oben ist nicht, nee, den habe ich, wenn dann überhaupt unten verbaut, denke ich mir mal so, aber. Ich habe hier auch zwei Direktionale und die Karre geht aber gut nach unten, also. Komisch. Das ist doch sehr dunkel. Ich mache mal ein bisschen Licht für die lieben Zuschauer hier. Ja, ist in dunkel. In der Base. Interior Lights. Oh, 10 Stück einfach. Wo war denn jetzt? Sind die nicht wieder? Da waren die Thruster. Da brauche ich nochmal eins. Ja, ein Thruster brauche ich davon. Und ein zweites RCS hätte ich ganz gerne. Ohne geht es irgendwie nicht. Wir haben wieder Energie. Rein da. Ah ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Promethium, oh, kann ich noch mal eben rausnehmen. Dann, genau. So, ich habe mir überall, wo Energie reingeht, habe ich Energie reingepackt. Auch in dein Schiff. Ist aber abgeschaltet, ne, das Schiff? Ja, nur. Ich drin, okay, pass auf, dann packe ich die Zellen, die ich eben hier entnommen habe, mal in die rechte Kiste oben. Ah ja, da liegen ja, wo die vier schon drin lagen. Okay, super. Ich habe ganz viele Eggplant-Parts aufgesammelt. Die sind wichtig, wenn man nachher diese Rations herstellen möchte, diese Notfallration. Da braucht man die für. Okay. Das Problem ist, die stacken halt nicht. Wenn man die aufsammelt, das sind die Teile hier, die hier rumstehen. Die stacken nicht, zum Beispiel das Alien Plasma oder Plant Fiber, das stackt ja und die Teile, also jedes Ei benutzt oder belegt einen Slot im Inventar. Ja, das ist schwierig, ne? Deswegen habe ich vorhin mal ein paar mitgenommen. Hier ist noch ganz viel Fiber vor der Base. Yeah. Achso, ach nee, ich habe ja auch noch welche. Alles klar. So, ich will mal ganz kurz eben ein paar Schönheitskorrekturen an meinem Schiff vornehmen. Ich habe endlich auch, als ich ein bisschen Solo geplänkelt habe, habe ich mal rausgekriegt, wie man denn diese blöde Paint-Pistole richtig benutzt. Das ist doch eine Kunst für sich, muss ich sagen. Ach, das geht eigentlich, finde ich. Ja, man weiß wie, ja. Wo sind denn die ganzen Eier? Wo habe ich denn hingeschmissen? Ach, da rein. Kamel Magnesiumpulver. Block Dust 90, fantastisch. Magnesiumpulver, gut. Dann okay. Können wir mal Energy Pills herstellen. Packen wir den Thruster von oben. Packen wir den einfach da mal rein. So, fertig. Dann machen wir das so. Genau. Irgendwie habe ich jetzt viel zu viele Blöcke hier bei mir dran. Und dunkel ist es auch schon wieder ziemlich. Trotz der Portable Worklights. Ich stelle mal Portable Worklight 2 her. Die sind auch recht schick. Die 2. Sehen die anders aus? Es gibt andere. Ja, die rundum. Ach nee, echt? Die sind jetzt in eine Richtung. Das erscheint mir praktisch zu sein. Wo sind denn die normalen Lichter jetzt hier? Ja, ich habe jetzt auch zwei Reihen Blöcke hier dran gesetzt, obwohl ich konnte ich schlecht sehen im Dunkeln. So, das war ein bisschen zu viele Blöcke, die ich hier rangesetzt habe. Bin ich jetzt blind? Moment, der muss ja weg, der stört mich optisch, glaube ich. Ach nee, doch, na, nee, der darf nicht. Ach, schwierig. Okay, da muss der halt bleiben. Egal, dann bleibt der halt. Ich glaube echt, ich bin blind. Oder hattest du Lichter rausgenommen aus dem zweiten Konstrukt? Nee, ne? Jetzt gerade in dieser Folge? Ist abgeschaltet, ach. Ich Depp. Ach, nee, schon gut. Okay, hätte ich aber auch darauf achten können, ob der läuft oder nicht. Habe ich auch Ich hatte den ausgemacht, um da einmal kurz was anderes einzustellen, aber. So. Das Cockpit. Naja, ein Cockpit zerschießen werden sie ja wohl nicht, ne? So schnell. Also, die gehen wohl, so wie ich es gehört und gelesen habe, erstmal auf den Kern. Egal bei was. Und wenn sie dich sehen als Spieler, dann gehen sie auf den Spieler. Na, okay. Gucken wir mal. 5, so. Wie wollen wir das jetzt machen? Ah, oh, so ein wenig Licht hier. Oh, das ist aber auch so, okay. Oh, Essen ist schon wieder schwierig hier. Was ist denn mit den beiden Salamis? Jawohl. Ah ja, Essen ist in der Tat.
Dann müssen wir uns mal irgendwie was Dauerhaftes einfallen lassen. Ne? Oder Früchte. Ja, ich möchte ja Emergency Rations herstellen. Da brauchen wir noch Fleisch für, Brot, Space Durians und Birthing Fruits. Da brauchst du einiges für. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das im Solo irgendwie gepackt hatte, da welche herzustellen. Da brauchst du wirklich einiges für. Ne? Also wenn die Felder erstmal stehen, geht's ganz gut. Aber ich pflanze mal eben kurz diese komischen Akua-Früchte an. Komm, ich zeig dir die mal. Bau die mal hier vor dein Schiff. Und? Eins, zwei. Da sind die Kleinen am Boden. Ach, die sind das. Ah. Die sind das, genau. Ja. Und die kann man im Sand. Und die kann man so essen, ja? Genau, wie der Mais, der wächst ja bei Seven Days auch überall. Wachsen die Teile hier. Kaffee, glaube ich, auch. Und Aloe Vera auch. Also für die braucht man auf dem Planeten keine Felder anlegen. Ja, das ist ja gut zu wissen. Mais, Weizen, diese komischen Früchte und Tomaten und so weiter und Kürbisse braucht man dann schon Felder. Und da kümmere ich mich jetzt mal ein bisschen drum, dass wir hier irgendwie mal Nahrungsgrundversorgung stehen haben. Brauchen mehr Nutrient Solutions. Oh, 10. Ich verstehe diese komischen Dreiecke nicht. Diese Viertelecken von diesen Blöcken, ich kapiere die Logik nicht, die dahinter steht. Ich drehe mich da bei den Dingern immer tot. Ja, so wird es nicht schlecht aussehen, das ist aber genau falsch rum, wie ich den jetzt hätte. Meinst du, diese normalen Blöcke, wo ein Viertel abgeschnitten ist, oder dieses Viertel, was sozusagen rausgeschnitten ist? Dann? Gut, also, das sieht aus wie ein Dreieck. Das Symbol ist ein reines Dreieck. Mhm. Das ist nicht mal ein Viertel, das ist einfach nur ein Dreieck. Mehr ist es nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Ding hier irgendwas werden kann. Jetzt wollen wir uns mal den angucken. Ach ja, okay, das sieht schon etwas, glaube ich, verträglich aus. Aber ich kann jetzt nicht sehen, wie es von oben aussieht. Oh, boah, ich bin blind! Was machst du denn da? Ich baue diese neuen Lichter auf, die sind fantastisch. Guck, wie am Tage. Das Coole ist halt bei denen, die Leute... Wie am Tage bei mir? Es ist kreischweiß bei mir hier. Echt? Ja, geh mal auf die Seite vom Raumschiff. Siehst du denn auch irgendwelche Strukturen? Besser. Ja, das ist schon, ich nehme mal das hier weg. So. So besser? Ja, geht schon. Ist schon okay. Du kannst es sonst auch wegnehmen. So. Das ist Kreischweiß, das ist ein geiler Folgenname. Kreischweiß, ja. Warum habe ich denn hier immer noch ein RCS-Modul? In den Faster? Ich dachte, ich hätte einen eingebaut. Was gucken jetzt hier im T, P. Ne, da habe ich wohl zwei hergestellt. Keine Ahnung. Also da ist jetzt wohl einer mehr drin. Und dann mache ich das mal eben kaputt hier. Okay. Also rohstofftechnisch sieht es nicht ganz so rosig aus. Wenig Eisen. Doch wieder, ja. So, doch wieder so wenig. Kobalt haben wir, Neodymium haben wir, Kupfer bräuchten wir, Silikon brauchen wir auf jeden Fall. Ist noch, nee, ist auch nicht mehr viel. Naja. Wir müssen doch farmen gehen, sonst wird das nichts mit dem. Das werden wir mal müssen. Ne? Aber der Plan war ja eigentlich auch zu dem Eisplaneten hinzufliegen, oder? Mhm. Genau, auf dem Eisplaneten gibt es halt Ressourcen. Da ist er übrigens gerade ganz schön am Himmel. Ein Block away. Und zwar sind die Vorkommen da wesentlich größer hier als auf Akua oder auf Omikron. Hier hat man ja so, was haben wir denn hier? Eisen, so 10er Größe, 7er Größe und so weiter. Und da sind die halt 15, 16 groß. Mhm. Und das ist irrsinnig viel. Das ist, also da kommst du an einen so einem Vorkommen, kannst du schon ein Capital Vessel bauen. Das ist richtig, richtig gut. Das ist gut. Das sieht so aus, als wäre das genau das, was wir brauchen. Mhm. Ich habe hier nochmal MDQ gestoppt, weil ich mir nochmal Hallblocks ein paar herstellen wollte. Ja, klar. Ich habe hier noch ein paar, ja. Ich habe noch 13 Iron Ingots in der Tasche. Warte mal, schmeiße ich mal in den mittleren. Wo kommen die denn her? Nehme ich auch nochmal mit und dann den brauchen wir nicht. Ja, aber bevor wir da hinfliegen, sollten wir halt möglichst, sagen wir mal so 200, 300 Halbblocks machen, mindestens. Meinst du? Ach so, ach ja, richtig. Ja, weil ich würde dann, wenn wir gute Vorkommen finden, kann man sich halt so eine Art kleinen Bunker bauen, wo man mit dem Schiff reinfliegt, dann baut man oben eine Kanone drauf und dann ist man ein bisschen geschützt vor den Drohnenangriffen.
Naja, und wir brauchen ja auf jeden Fall auch. Ein Konstruktor, ein Generator, also wir müssen hier noch ein bisschen was zusammenfarmen. Auf der anderen Seite, wir könnten auch mal eben kurz rüber jetten und ein bisschen was abbauen und dann wieder zurückkommen. Also das geht ja auch, sag ich mal. Oder nicht? Können wir versuchen, ja. Warum lachst du jetzt so dreckig? Ich krieg da gerade so ein Déjà-vu. Lass mal eben kurz zum Ach Asteroiden so. fliegen, bis die Datum-Erdzone. Ja, gut, okay. Klar, Können wir machen, natürlich. kleine Schwächen hat das System noch, aber. Ja, Spannungskurve wieder ein bisschen aufbauen. Wie gesagt, liebe Leute, es ist nichts geplant hier. Nee, also sowas kann man gar nicht planen. So Wespenattacken. Ich habe jetzt übrigens die letzte Folge hieß, glaube ich, Angriff der Killerwespe über mir. Und ich habe da auch Sehr gut. in das Thumbnail so eine Wespe mit reingepackt. Das musste einfach sein. Aber dass die jetzt echt, sagen wir mal, fast Ende Oktober, dass die immer noch aktiv sind. Ich habe immer mal gelesen, oder dass die so August, September, da sterben die alle, außer die Königin, und die suchen dann halt neue Nester. Warum die jetzt hier noch war, keine Ahnung. Aber ich hatte gestern eine Maikäferplage hier. Da schien so 2 Stunden die Sonne auf meine eine Hauswand, und da kam ich. Marienkäfer meinst du? Marienkäfer, genau, richtig, sorry, keine Maikäfer. Ich hätte das Fenster im Bad auf Kipp, und dann waren auf einmal 40 Marienkäfer am Ja, Fenster. die hängen sich ja aneinander und das ist jetzt kein Scheiß, die wärmen sich gegenseitig. Oder die machen einfach nur Gruppensterben, aber die hängen wirklich an Hauswänden dann zu Dutzenden und ich glaube, die geben sich gegenseitig Körperwärme. Ich glaube, die So. überwintern ja in den Fenstern. So, liebe Kinder, habt ihr ein So. bisschen Biologiestunde gehabt hier? Irgendwie hat das leichte Schlagseite. Oder fehlt mir ein Fuß unten? Ups, nee, fehlt mir nicht, ne? Nee. Ich will mal gucken, ob ich damit jetzt besser fliegen kann mit dem zweiten RCS. Ups. Ja. Ja. Wo Mausbewegungen bist darf ich nicht so heftige machen. Ich bin schon weg. du? Wo bist du? Ich suche gerade. Da fliegt die tödliche Doris. Ja, geht aber. Also fühlt sich so an. Wespe. So. Wo sind Genau. Hast denn. du denn nach vorne jetzt auch ein Pflaster? Das ist sozusagen zum Gegenschub. Oh, warte mal, komm mal ein bisschen tiefer. Mach mal einen kurzen Ticken auf C. Ja. Ja. So. Ja. Hast du ein paar Dellen drin? Die mache ich gerade mal sauber. So, alles klar. Huch, was kitzelt? Ich kriege eine Unterbodenreparatur. So. Okay. Ich finde, das ging. Das kann sich sehen lassen. Das werde ich. Jedes Mal, wenn ich Sehr fliege, schön. werde ich jetzt auch diese Szene heimlich reinschneiden, damit das immer so aussieht, als Ja. wäre es. So. Ich glaube, das macht sich ganz gut. Ach, die Außenlichter sind ja schick hier. Na, Luftmatratze aufpusten? Oder was machst du da? Ja, genau. Hat sich so Richtig. angehört. Okay, ich bin voller Taten dran. Sehr gut. Vielleicht holen wir noch ein paar Ressourcen hier auf dem Planeten. Aber sollen wir nicht mal versuchen, jetzt eben ein Hoverwessel zu bauen? Da gab es ja auch schöne Kommentare. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich glaube immer noch, dass es darauf bezogen ist, dass ich so grottig fliege. Das Hoverwessel, erklär es mir nochmal. Wofür würde uns das jetzt was bringen speziell? Da können wir Ballermänner drauf bauen. Also wir können da Minigun drauf bauen, ein Wo Rocket Turret kann oder man ein auf den? Plasma Ach, Turret. können wir auf den nicht, ne? Leider nicht. Ah. Dann können wir nämlich in Ruhe minen, und hoffentlich kümmert sich dann das Hoverwessel darum. Ich muss es ehrlich gesagt sagen, ich habe noch nie eins gebaut, weil ich fliege halt gerne. Ach so, das ist eigentlich kein Problem. Du hast halt so einen großen. Der macht halt unten eine Plattform schon rein, wo die dann hovert. Also eigentlich kannst du dir so ein fliegendes Floß bauen. Ich weiß nur nicht, ob wir die Ressourcen nicht. Also einen Starter baue ich im Ob, zweiten ob, wir schon mal das, hier, das geht. ob wir das für später nicht irgendwie erst bauen, weil. Also so schlimm waren die Drohnen jetzt auch nicht. Die waren eigentlich noch ein bisschen nervig, aber auch noch unterhaltsam, ne? Ja, jetzt kann ja einer Schmiere stehen sonst. Naja, hochlaufen sonst, ne? Und gucken sonst. Das können wir ja machen. Sollen wir dann ein bisschen Eisen holen? Warte mal, ich gucke mal eben nach Ich Essen. glaube. Ich gucke gerade mal, wo wir Eisen. Ach ja, ich habe doch hier Eisendepots gefunden. 7 Neodym hätten wir hier noch und Eisen Size 9. Oh, 9 ist gut. Und zwar genau im Süden von uns. Da würde ich ganz gerne nochmal eben hinfliegen, weil erstmal, Moment, ich brauche was zu essen. Haben wir denn noch.
Ja, es sind drei Salamis hier im Kollegen. Warte mal, nur noch zwei jetzt. Ja. Auch mal voll. Zwei sind auch nicht mehr wirklich viel. Ich meine, zwei ist besser als nichts, ne? Aber ich esse mal eine eben. Aber ich bin jetzt auch schon wieder da, wo ich vor der Aufnahme war. Also jetzt nach der ersten Salami bin ich auf 50%. Ja, nimm die andere ruhig mit. Ich guck mal eben, ob ich hier noch was erlegen kann. Würde ich sonst auch, aber ansonsten. Wow, schick mit den Lichtern hier drin. Ich muss nochmal Fotos machen. So. Mach mal, und wenn du auf so ein, wenn du dich vor so ein Licht stellst, das genau ins Visier nimmst und P drückst, kannst du auch die Farbe einstellen. Das heißt, wir können die Base in Blau leuchten lassen oder in Pink, in Grün. Ja, das ist cool. Ah, richtig. Da ist viel Fleisch. Fleisch, komm her. Ein Fleisch aus dem Großen, so ein Scherz, oder? Eins ist ein bisschen mager. Ja. So. Okay, dann will ich jetzt mal versuchen, ob ich das nicht mal hinkriege, hier. Kleiner gibt auch nur eins. Das Erz da zu holen, was ich letztes Mal schon. Whoops, ich habe mich schon auf die Seite gelegt. Und auch schon in unser Gebäude gerammt und. Okay, gut. Flieg, Dummes, flieg! Lauf weg, Dummes! Lauf weg, du bist frei! Oh Mann. Ah, so. Zwei Fleisch, sehr gut. Und da war das Size 9, ja. Scheinwerfer an Flugzeug wären echt eine großartige Sache, finde ich. Wie tief ist denn das? Iron Deposit. Ja, sage mal hier. Immer nur ein Fleisch in den Dingern drin, was soll das? Also ich kann hier gerade momentan nicht wirklich was sehen. Auch nicht, wo ich bin. Ah, zwei Fleisch, gut. So, ich mache uns mal ein bisschen Salami. Ich glaube, hier ist ein Viech hier irgendwo. Hier leuchten rote Augen im Dunkeln, aber... Immer fest drauf. Ich glaube, der ist erledigt. Ja, der dürfte wohl auch erledigt sein. So, ich kann echt nichts sehen. Ne? Also, der Boden ist einfach nur pechschwarz. Und ich möchte, ich möchte ja nicht unbedingt da landen, wo ich an das Eisen will. Weißt du? Naja, klar. Ich fliege mal jetzt ein paar Meter weiter. So, jetzt aber landen und Y und raus. Hover-Wessel, brauchen wir da auch ein ACS-Höhe für so ein Hover-Ding? Nee, ne? Oder? Warte mal, es gibt ein grünes, es gibt ein gelbes, es gibt auch ein blaues. Doch. Nee, ein ACS ist doch... ach doch, brauchst du. Was heißt das eigentlich? Abgekürzt. Also AC ist ja Radio Control, würde ich mal sagen. Oh ja, da kann ich mir aber noch andere Abkürzungen für einfallen lassen. Schwierig zu sagen, weiß ich gar nicht so. Wofür das an der Stelle. Rassistische Chaotenschweine. Oh Gott. Ich baue mal einfach eins. Ich würde dich ballern. Ey. Ja, ich werde ja auch. Shit, ich habe eine offene Wunde. Aber du bist ziemlich weit weg. Ja. Scheiße. Könnte ich trotzdem schießen. Ich habe keine Munition mehr. Oh. Das ist uncool. Hier ist noch ganz viel Shotgun-Muni drin. Ja, ach toll. Ich bin nicht da, wie du eben schon bemerkt hast. Aber ich habe noch eine Shotgun. Ich habe auch keine mehr. Shotgun-Munition habe ich. Hast du Shotgun-Muni da? Nee, ich bin gleich tot. Das Ding killt mich nämlich jetzt, bis die Shotgun geladen ist. Boah, endlich. So, runter auf 30% Leben. Auch schön. Komm mal. Sauerstoff ist, nö, ist ja tot. Aber es ist, also im Dunkeln ist es echt nicht schön, weil ich sehe wirklich nur noch schwarze Felswände. Ja. Und du kannst irgendwie weder landen noch irgendwie sehen, wo du hin musst. Es ist echt mal schwierig im Dunkeln. Bist du bei dem 9er Deposit? Ja. Also sowas wie Licht wäre mal gut irgendwo. Ich bin immer noch zu Fuß am Laufen. Ja.
So, 14 Meter. Es muss genau hier unter mir reingehen. Wow! Wo bist du? Ja. Wie weit weg kannst du das Licht denn setzen? Ist ja ziemlich krass. So. Ich schmeiße mal. Oh, ups. Warte, ich noch schon wieder irgendwas. Schmeiße dir mal drei Stück hin. Von den Dingern, die liegen hier. Dann kannst du die auch in eine Höhle setzen. Und dann mache ich uns mal eben jeweils meinst zwei du, Lichter für das Schiffchen. Meinst du, dass die Höhle so groß wird? Und man sieht auf jeden Fall mehr dann. Ob die in der Luft schweben bleiben, wenn ich den Boden darunter abtrabe? wenn ich ein bisschen reingegraben habe, kannst du unter die Decke klatschen. Beziehungsweise an die Wand. Oh, ich sehe gerade. Was siehst du? Es ist wieder mal so weit. Oh shit, ich sterbe. Nein, warum? Doch, weil was ich ja eine offene Wunde habe und mein Health okay, runtergeht. Warte, ich hole dir immer schnell was. Oh Gott, nee, Gott, das Gott. Schaffst du nicht mehr. Ich habe nur noch ein HP. Ich bin tot. Oh nein. Das schaffst du nicht mehr. Das ist mir nicht aufgefallen. Naja, okay, dann beenden wir die Folge mit einem Tod. Ich würde sagen, das wäre der Cliffhanger gewesen. Ich spawn current location. Toll. In der Nähe eurer... Super, ich bin fast an unserer Basis gespawnt, anstatt da, wo ich wirklich gestorben bin. So viel zur Current Location, muss ich sagen. Open Wound, Large Medikit. Okay, dann brauchen wir Aloe Vera ganz dringend. Dann sammle ich da gleich mal was. Brauchst du was zu essen? Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Salamis. Ich muss jetzt einfach nur mal wieder zu meiner Leiche zurück und meinen Rucksack aufsammeln. Das Problem ist... Ja, doch, ich versuche mal zu Fuß. Ich bin ja unbewaffnet. Okay, so, dann, das würde ich aber ganz gerne offline machen, weil das wird jetzt so 20 Minuten dauern oder so, bis ich da bin, denke ich mir. Ja. Hattest du die Folge schon beendet oder? Noch nicht. Achso, okay, ich frage nur, weil eigentlich hattest du dich ja verabschiedet oder so. Ja, aber der Abschiedssatz war noch nicht richtig da. So, ich baue nochmal. Ah, nee, brauche ich gar nicht bauen. Weil ich pack schon mal einen Passagiersitz drauf, dann hole ich dich ab und flieg dich hin. Ja, ich hab noch 583 Meter, das geht. Okay, dann sag ich mal tschüss. Genau. Bis zum nächsten Mal, du kannst ja noch ein bisschen weitermachen. Ja, ich mach jetzt auch raus. Gut, bis zum nächsten Mal, schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Wenn ihr sehen wollt, wie wir hier Eisen aus dem Berg kloppen. Nee, das machen wir jetzt eben kurz offline. Das ist halt auch sehr laut. Ja, aber wahrscheinlich nicht alles, aber ein bisschen was, sage ich mal. Ein bisschen, genau. Und dann rüber zum Eisplaneten oder was meinst du so? Ja, ich denke mal noch hier. Dann versuchen wir mal unsere Schiffchen aneinander zu tackern. Wo bist denn du? Du bist jetzt mal eben kurz an mir vorbeigeflogen, rechts von dir, würde ich sagen. Am besten landest du mal, weil ich kann dich nicht lotsen, weil ich sehe dich kaum. Also ich sehe dich auf der Map oben, dann müsstest du jetzt da aus dem Wasser kommen. Gut, bis zur nächsten Folge. Mach's jo, gut. Tschüss. Tschüss.